Uwe Kranz, ex-LKA, also Landeskriminalamtspräsident von Thüringen, ex-nationaler Experte bei Europol und leitender Ministerialrat außer Dienst in der Funktion als Independent Security Consultants. Herr Uwe Kranz schreibt: Ich beantrage die Umbenennung der WHO, Weltgesundheitsorganisation, in eine WMO, Weltmanipulationsorganisation. Begründung: Inzwischen liegen eindeutig zu viele Leichen der Meinungsfreiheit auf dem Weg der WHO zur Weltherrschaft, als dass man dies noch übersehen könnte. Internationale Gesundheitsvorschriften 2005. Unter dem verschleiernden Titel Selbstverpflichtung zur Zusammenarbeit und Unterstützung, das ist der Artikel 44 der Internationalen Gesundheitsvorschriften, sollen zwei neue Pflichtaufgaben eingeschoben werden. Die Verpflichtung zur Bekämpfung der Verbreitung falscher und unzuverlässiger Informationen über Ereignisse im Bereich der öffentlichen Gesundheit, präventiven und epidemiebekämpfenden Maßnahmen und Aktivitäten in den Medien, sozialen Netzwerken und auf anderen Wegen zur Verbreitung solcher Informationen. Und in Absatz 2 der Buchstabe E, der ist ebenfalls neu, Bekämpfung der Verbreitung falscher und unzuverlässiger Informationen über Ereignisse im Bereich der öffentlichen Gesundheit, präventiven und antiepidemischen Maßnahmen und Aktivitäten in den Medien, sozialen Netzwerken und auf anderen Wegen zur Verbreitung solcher Informationen. Bleibt zu rätseln, was falsche oder unzuverlässige Informationen sind. Meint die WHO vielleicht die Aussage vom Bundesgesundheitsminister Professor Karl Lauterbach, dass die Impfstoffe wirksam und sicher seien? Meint sie die Aussage der STIKO, dass durch die Impfstoffe keine Gefahr für schwangere und stillende Mütter und deren Babys bestehe? Wie soll das Verhältnis des völkerrechtlich verbindlichen CA-Plus-Vertrages und seiner internationalen Gesundheitsvorschriften in Bezug auf die Freiheitsrechte des Artikel 11 der Grundrechtscharta der Europäischen Union oder des Artikel 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention aussehen? Werden dann dort später relativierende Regelungen getroffen, zum Beispiel Grundrecht gilt nicht, wenn WHO Pandemie ausruft? Untertitel: Andere Wege der Verbreitung? Während die Begriffe Medien und soziale Netzwerke noch halbwegs verständlich erscheinen, im Einzelfall werden sie dennoch weltweit Heerscharen von Juristen um die Interpretation zanken, bleibt bei dem Merkmal auf anderen Wegen zur Verbreitung ein höchst mulmiges Gefühl zurück, zumindest bei rechtsgläubigen Demokratien. Ist hier schon ein Gespräch am Stammtisch gemeint? Eine Aussage bei Demonstrationen? Ein Plakat, ein Banner, eine Fahne? Ein vertrauliches Gespräch mit Freunden? Was ist dann noch vertraulich, wenn das Heer der Meldehelden geradezu animiert wird, Blockwart und Stasi 2.0 zu spielen? Alle Journalisten müssten eigentlich auf die Barrikaden gehen, wenn sie nicht als Mietmäuler und Federn enden wollen. Verschleuderung der Familienhabe. Als ob das nicht schon zu Genüge in den letzten 3 Jahren haben ertragen und mit Hunderten von Millionen Euro an Steuergeldern haben bezahlen müssen. Der nicht zertifizierte Goldstandard-PCR-Test, in Klammer steht hier Fake, die täglichen Infektionszahlen, Klammer Fake, die Inzidenzzahlen, Klammer Fake, der R-Faktor, Klammer Fake, die Ansteckungsgefahr ohne Maske, Klammer Fake, die Zählung der Infektionskranken und Toten, Klammer Fake, die Hospitalisierungszahlen, Klammer Fake, das Bettenbelegungsdrama, Klammer Fake, die Wirksamkeit und Sicherheit der Impfstoffe, Klammer Fake, die Übersterblichkeit, Klammer unterdrückt, die Nebenwirkungen, Klammer unterdrückt, der Datensalat von Verse,
EMA, Paul-Ehrlich-Institut und Robert-Koch-Institut, die ganzseitige Staatspropaganda in den Printmedien, sogenannter Faktenbooster mit vielen Falschnachrichten und vieles andere mehr. Wer heute noch glaubt, mit solchen Mitteln, mit der Unterdrückung von Daten, mit der Einstellung von Veröffentlichungen oder letztlich mit Schwärzungen in gerichtlich nach dem Informationsfreiheitsgesetz angeordneten Veröffentlichungen das öffentliche Vertrauen und das Festhalten an der öffentlichen Gesundheits- und Sozialpolitik gewährleisten, vertiefen oder verstärken zu können, hat die Bodenhaftung verloren. Früher war die Verschleuderung von Familienhabe ein Straftatbestand im Strafgesetzbuch, ein vergleichbarer Straftatbestand für die Verschleuderung von Staatshabe muss her. Forschungsgelder fortgeschmissen. Darüber sollen die Mitgliedstaaten künftig auch noch forschen lassen, damit die Politik stets darüber informiert werden kann, was denn genau in einer Pandemie die Befolgung der von der WHO befohlenen gesundheits- und sozialpolitischen Maßnahmen behindere. Insbesondere die Impfbereitschaft und der Gebrauch der, aus WHO-Sicht, angemessenen therapeutischen und nicht-therapeutischen Interventionen, also diese Non-Pharmaceutical Interventions, und was das Vertrauen in Institutionen von Wissenschaft und Regierung fördern können. Ganz vorne steht in dieser Entscheidung die Schulung und Bezahlung, fettgedruckt, Schulung und Bezahlung von positiven Social Media Influencern, prominenten Journalisten und sozialen Aktivisten mit großer lokaler Anhängerschaft, damit diese den Desinformationen entgegenwirken. Rekrutierung informeller Mitarbeiter à la DDR? Jobbörse für Meldehelden à la BRD? Staatsmoneten für MyThinkX? Daueralimentation für Korrektiv- und Faktenchecker? Die Süddeutsche Zeitung stellte schon am 17. Oktober 2010 fest, dass es gewinnbringende Arbeitsgemeinschaften ohne kritische Distanz in etlichen Sparten des Journalismus gibt und titulierte den Artikel treffend mit klebrige Nähe. Hatten wir da nicht vor kurzem bei Servus TV eine Liste sehen müssen, wonach über 200 Journalisten, mehr als die Hälfte vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, üppige Honorare von der Regierung einstrichen, insgesamt 1,47 Millionen Euro in den letzten 5 Jahren? Welche Nebeneinnahmen flossen sonst noch? Haben die gekauften Journalisten wenigstens ihre Abgaben an die Künstlersozialkasse abgeführt? Und wie war das mit der demokratischen Kontrollfunktion des Journalismus als sogenannte vierte Gewalt und der journalistischen Neutralitätspflicht? Hochproblematisch, urteilte FDP-Vize Wolfgang Kubicki. Und was alles finanziert das, fettgedruckt, Demokratiefördergesetz vom Dezember 2022 ab dem nächsten Jahr mit seinen unfassbaren 212 Millionen für über 600 Projekte, insbesondere Demokratie leben und Zusammenhalt durch Teilhabe. Und das alles soll jetzt von der WHO angeordnet werden dürfen? Eigener Twitter-Account überwacht uns automatisch. Nach dieser WGF-Entschließung soll auch ein eigener Twitter-Account geschaffen werden, der Fehlinformationen zum Thema Gesundheit automatisch überwacht und den Empfängern dieser Fehlinformationen Gegennachrichten zukommen lässt, mit dem Ziel, die Nutzer zu motivieren, der Quelle nicht zu folgen. Orwell pur. WHO und staatlich gelenkte Meinungsbildung. In der Resolution finden sich noch nicht einmal Lippenbekenntnisse zur Achtung der freien Willensbildung und Äußerung des Menschen. Sie ist eine zutiefst freiheits- und wissenschaftsfeindliche Entschließung, die nur einmal mehr zeigt,
wie wichtig es ist, sich der Verschärfung der IGV und des CA Plus und dem darin postulierten Machtanspruch und Gewinn der WHO zu widersetzen. Abweichende Theorien, auch wenn sie noch so wissenschaftlich fundiert sind, werden dann als Desinformation klassifiziert und bekämpft. Der geradezu wahnhafte, alleinige Wahrheitsanspruch der WHO trägt anmaßende, fast schon totalitäre Züge. Dazu wieder ein Link im Originalartikel. Ab 25. August 2023 europaweite Sperrung der sozialen Medien. Kurz ein Kommentar meinerseits. Das ist in allernächster Zukunft. Weiter mit dem Text. Da steht die EU nicht gerne abseits. Flux wurde begleitend schon seit November 2022 ein Rahmendekret vorangetrieben, der Digital Services Act. Er enthält seine volle Rechtskraft. Er erhält seine volle Rechtskraft am 17. Februar 2024 und soll dann einen klaren Transparenz- und Rechenschaftsrahmen für Online-Plattformen und einen besseren Schutz der Verbraucherinnen und ihrer Grundrechte, in Klammer hier ein dickes Fragezeichen, im Internet und weniger illegale Inhalte erhalten. Aber im Falle sozialer Unruhen europaweit zur Sperrung sozialer Plattformen verwendet werden können. In einem Politico-Interview vom 10.07.2023 verspricht der zuständige EU-Kommissar Thierry Breton darüber hinaus, dass die Interventionen extrem schnell sein werden. Die Teams für die Interventionsmaßnahmen stünden schon bereit. 19 große Plattformen, alle Social Media mit über 45 Millionen User, Meta, Google, Facebook, TikTok, Snapchat, Instagram, Twitter und andere, müssen in Kürze den DSA-Stresstest bestehen. Oder sie riskieren eine Strafe, die bis zu 6% des globalen Einkommens ausmachen kann. Und das sind dann Milliardenbeträge. Was aber soziale Unruhen sind, ist nicht näher definiert. Beispiele Frankreich, Niederlande, Schweiz, Columbia Bad Belén, man weiß es nicht. Stichtag ist jedenfalls schon der 25. August 2023. Bereitet euch vor, das Ende der freien Meinungsbildung und Äußerung ist nahe. Die EU fordert, dass Anbieter ihre Plattformen künftig noch stärker, aggressively, ist der Fachausdruck, auf illegale Inhalte untersuchen und ihre Firmenpolitik und Arbeitsprozesse darauf ausrichten sollen, Hassreden, terroristische Propaganda und anderes Material, das die EU-Mitgliedstaaten als illegal definiert haben, herauszufiltern, zu löschen und zu melden. Kinderpornografie und Terrorpropaganda als Einfallstor für eine umfassende Zensur? Wird das Verbreiten von Falschmeldungen über die Impfstoffe und ihre Wirkung künftig auch in der EU brasilianisch geregelt? Dieses Schreiben von Uwe Kranz hat große Brisanz. Manche von Ihnen werden auch mitbekommen haben, dass Herr Uwe Kranz dann auch noch ein Schäufelchen nachgelegt hat und die deutsche Bundesregierung wegen Hochverrates angezeigt hat. Man kann ihm also wirklich nicht vorwerfen, dass er nicht vom Denken und vom Sprechen ins Handeln kommen würde. Das Problem ist, wir haben eine Rechtsstruktur, die im Moment zum Teil eine, will ich einmal vorsichtig formulieren, fragwürdige Interpretation der Rechtssicherheit hat. Und wir haben gleichzeitig eine Bevölkerung, die nach wie vor zum Teil in der Schockstarre der Covid-Ereignisse steckt, zum anderen Teil durchaus verständlich froh ist, jetzt endlich einmal zur Ruhe zu kommen. Aber bitte vergesst dabei nicht,
Diese Ruhe im dritten Jahr ist Teil der Strategie. Und wenn wir uns nicht unserer Rechte bewusst sind und das auch weiterhin einfordern, dann werden wir hier den Kürzeren ziehen, weil was hier in diesem Schreiben nicht verlesen wurde oder was nicht vorgekommen ist, ist, dass der Artikel 3 der internationalen Gesundheitsregeln ebenfalls verändert werden soll und es sollen die Begriffe der Menschenrechte, der Menschenwürde und der Freiheit gestrichen werden. Das heißt, dass man sich im Weiteren dann auch nicht mehr im sogenannten Pandemiefall, den die WHO selbstermächtigt ausrufen kann. Es gibt also keine klassischen Kriterien für den sogenannten Public Health Emergency of International Concern, also den internationalen Gesundheitsnotstand, auch keine Kriterien, was ihn bedingt und was ihn auch wieder beendet. Also selbstermächtigt kann dann die WHO durchgreifen und kann nicht mehr auf der Basis der Menschenrechte zur Verantwortung gezogen werden. Bitte lasst es wirken und bedenkt immer wieder Folgendes. Wir sind viele, wir sind einig und wir sind bereit. Und vergesst nicht, euch zu vernetzen. In diesem Sinn, euch alles Gute und hoffen wir, dass es uns gelingt, eine menschenwürdige Welt zu schaffen, wo die Menschenrechte eingehalten werden und wo wir als Menschenfamilie brüderlich miteinander leben können. Ich wünsche euch alles Gute.